herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schlacht um Grimmsvötn. Das ist so eine richtig entspannte, chillige Map, die wir natürlich auf Hardcore spielen. Ist ziemlich gemütlich hier, muss ich sagen. Also ich meine, die Leute sind entspannt. Es ist hier kein großes Drama mit irgendwelchen Kämpfen. Sind alle sehr zahm hier, muss ich sagen. Also von daher kann ich jetzt Feierabend. So hohe Steuern, ist eine tolle Map. Also bislang, ja, ich muss echt sagen, die Map gefällt mir echt sehr. Ich muss schon sagen, die ist schon ziemlich cool. Macht Bock. So, hier fehlen noch Wohnhäuser. Das heißt, wir bauen einfach mal das Wohnhaus aus. Wir brauchen auch nach wie vor Bauernhofplätze. Ja, wir sehen, da sind irgendwelche Steinmetze, die sich hier von uns abgewandt haben. Eine neue Technologie erforscht. Das heißt, ich baue hier vielleicht echt einfach doch mal noch einen weiteren Bauernhof rein, auch wenn das hier platztechnisch nicht wirklich geil ist. Das Gebäude ist ausgebaut. Also richtig cool ist das hier nicht, ne? Können wir vielleicht hier vorne die Bäume hier noch abhacken? Kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr hin? Komm mal hier rüber, Leute. Wir müssen alle hier mithelfen. Und dann wird das schon. Ausbau vollbracht. So, der Handel, der geht auch voran. Das ist ganz schön. 255% Motivation haben wir jetzt auch bereits. Das ist doch schon mal echt eine gute Sache. Wir brauchen noch eine Dario-Statue. Nein, wir brauchen noch keine Dario-Statue. Wagt wird nie im Leben eine Dario-Statue bauen. Warum sollte er? Guck mal, was haben wir denn hier? Hier scheint auch noch ein Zugang zu sein. Moment mal, ist das ein sprengbarer Stein? Sieht so aus, Geht ne? Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Warte mal, wo ist denn, wo sind hier... All eure wo ist Mjörn? Belegt, aber es gibt noch Obdachlose. Auf wen habe ich... Nee, nicht Mjörn. Helga war das hier. Den habe ich mir anscheinend auf irgendeine Taste gelegt, die ich mir überspielt habe. Komm mal hier runter. Ich mal gucken, ob der Stein hier sprengbar ist. Das sieht hier irgendwie interessant aus. Vor allem ist ja halt eine Holzpalisade, ne? Das sieht halt arg so aus, als könnte man den Stein in die Luft jagen. Wir können auch schon bald Kanonentürme bauen. Dafür braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Stein. Aber wir haben ja unsere Steinmetzhütten, die veredeln schon mal ganz gut. Und dann... So, jetzt könnten wir mal schauen, ob hier noch ein... Ja, guck mal, hier geht doch. Das kann ich nicht. Das geht doch. Dann kriegen wir hier noch einen schönen Bauernhövle. Schönes Bauernhövle rein. Und dann haben alle Leute was zu essen. Also vor allem auch die Steinmetze hier. Und die Leute in der Schmiede, ja, die brauchen natürlich auch noch was zu futtern. Ist ja klar. Die brauchen alle noch ein bisschen was zu futtern. Und dann ist das doch sehr gut, wenn wir hier einen Bauernhof hinsetzen. Dann sieht das doch ganz gut aus. Sollten die Leute von hier aus jeden Fall umziehen. Und größtenteils haben wir dann Platz für ein paar weitere. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, ich komme da nicht gegen an, ich weiß. So, Architektur könnte man erforschen. Warum nicht? Wie sieht's aus mit Eisen? 334, wir haben genau 400 veredelt, das heißt, wir gehen auf Metallurgie. Oder? Soll ich erst die Taverne holen? Nee, wir gehen auf Metallurgie, damit wir unsere Alchemistenhütte auch ausbauen können. Das ist nämlich wichtig. So, dann bauen wir hier aus. Wir haben jetzt schon ganz schön viele Steine benutzt, um hier das alles auszubauen. Aber das ist alles noch okay, alles noch im grünen Bereich. So, dann sollten wir auch mal wieder einen Leibeigenen abstellen, um hier das Barbarenlager zu reparieren. Das darf ich nicht vergessen, das muss zwischendurch immer gemacht werden. Ihr zieht uns das letzte Heft. Ach, der Alchemist. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Er hat natürlich schlechtere Arbeitsmoral, weil gerade das Wohnhaus ausgebaut wird. Deswegen konnte er da nicht mehr reingehen und holt sich parallel dann halt seine Sachen woanders ab. Ich baue nochmal eine Uhr hier oben hin. Ausgebaut. Ich denke, das können wir machen. So. Die leben hier ein bisschen gefährlich. Die möchte ich dann doch lieber hier runterziehen. Eigentlich sollte ich gar nicht hier denn sein. Wenn hier einmal die Feinde anmarschiert kommen, du lebst hier auch ein bisschen gefährlich. Wenn hier einmal einlaufen und uns attackieren, dann haben wir ein Problem. Das will ich nicht. So, die sollen hier in Ruhe arbeiten. Das stört mich alles nicht. Die können ruhig machen. Attackiert eure Siedlung. End attackiert unsere Siedlung. Oh mein Gott. Ich will natürlich sehen, was hier mit den Scharfschützen ist. Die will ich halt
unbedingt haben. Natürlich schwere Scharfschützen, die sind ja dann doch effektiver. Eure Priester gegen das liebe Volk. Bewohner der Stadt. So, was bauen wir noch aus? Wir können hier noch eine weitere Uhr irgendwo hinsetzen. Ja, wir brauchen natürlich eine Uhr hier vorne. Und dann eine Statue von den Kameraden. Hier geht ja echt nichts hin. Der Baum ist einfach zu riesig. Was können die Alchemisten hier Schönes gebrauchen? Astrolabium. Eisen. Nee, dann lassen wir das. Lassen wir das mit dem Astrolabium. Kriegen die halt erstmal nur eine Uhr. Und da unten werde ich dann ganz viele Türme hinbauen müssen. Das wäre so mein nächstes Ziel, dass wir hier unten dann ordentlich Kanonentürme hinpflanzen, die dann alles, was da ankommt, einfach wegschnetzeln. Bam, bada, bam, bam. Dann können da so viele Leute kommen, wie sie wollen. Hier vorne werde ich dann auch mich mit Kanonentürmen irgendwie... Ja, ich werde hier dann mal einen Kundschafter hinsetzen, der guckt hier rüber. Und schauen wir mal, vielleicht könnte man hier mit Kanonentürmen sogar einiges erreichen. Ich werde mich jetzt einfach voll auftechen. Auf das Maximum. Dass alle Truppen ausgebaut sind, dass wir schon ordentlich Ressourcen zusammen haben. Taler bekommen wir ja ganz gut rein, wie man sieht. 286%. Das heißt, theoretisch würde eine weitere Uhr dann schon reichen. Okay. Machen wir das. Machen wir das doch. So, und ihr solltet euch überlegen, ob ihr hier noch weiter Holz hackt. Vielleicht gehen wir lieber ein bisschen Lehm hacken. Genau, Lehm wird veredelt. Das funktioniert ja ganz gut. Holz mit dem Veredeln, das funktioniert sowieso nie. Das dauert immer. Und wir könnten jetzt hier die Grobschmiede zur Feinschmiede ausbauen. Warum nicht? Wir haben auch genügend Stein noch in Veredelung. Ich meine, das ist zwar nicht unbedingt notwendig. Ah, 7 Sekunden noch bis zum Zeittag. Was wird er fertig? Ja, erster Zeittag natürlich, klar. Fertig, Meister. Sehe ich natürlich nicht, ob wir genau auf den 300% sind, aber dann bauen wir zur Sicherheit nochmal eine Statue der Kameraden dazu und dann passt das schon. So. Wie sieht's hier aus? Chemie könnten wir erforschen. Nee, will ich nicht. Fernglas wäre halt sinnvoll. Ja, demnächst. Können wir demnächst machen. So. Die gehen erstmal hier chillen, weil nichts los ist, weil sie nichts machen können. Na gut. Ihr seid voll versorgt, das finde ich gut. Könnten wir irgendwo noch einen zweiten Markt hinsetzen? Ja, könnten wir. Wir könnten hier nochmal einen Marktplatz bauen. Das Gebäude das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Aber wie machen wir das denn geschickterweise? Baue ich hier ein... Natürlich. Das so im Bauernhof, dann machen wir hier das Lager hin, dann kriegen wir hier noch ein Wohnhaus da rein. Ja, okay. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Okay. Im Leben gehen nochmal zwei Leute mit. Dann bauen wir hier einen zweiten Marktplatz. Und wir sind auf 300% Motivation. Perfekto! Genau das wollten wir haben. Supi, sehr schön. Gefällt mir. Das ist alles so, wie es sein soll. Dann funktioniert das doch ganz gut. So, hier ist auch ausgebaut. Das heißt, die legen jetzt richtig los. Die gehen jetzt richtig ab. Der Marktplatz scheffelt vor sich hin. Den Marktplatz hier, den werden wir natürlich mitnehmen. Ich muss ein bisschen gucken, dass wir auch genug Bevölkerungsplatz haben. Das ist natürlich das nächste Problem. Wenn ich eine riesige Siedlung habe, aber keinen Bevölkerungsplatz mehr. Wird schwierig. Aber wir können die Ziegelhütte theoretisch irgendwann einreißen. Eine von denen, weil wir so viel Lehm einfach nicht benötigen. Und wir könnten uns auch überlegen, vielleicht das Sägewerk einzureißen irgendwann, wenn wir hier alles erforscht haben. Es und gibt die nicht genug zu essen. Aberlästen auf höchster Stufe sind, dann brauchen wir das eigentlich auch nicht mehr. Wobei es natürlich nie schadet, so ein Veredelungsgebäude stehen zu haben immer. Ah, hier. Das und das Laboratorium brauche ich natürlich. Brauchen wir 100 Eisen für. Ja, die haben wir. Die haben wir. Meister. Und hier wird sowieso sehr gut veredelt. Also jetzt, wir sehen, 300% Motivation macht echt einen mega krassen Unterschied. Das ist echt ein krasser Unterschied, ne? Euer Dorf steht unter Ach, was? Die veredeln jetzt plus 6? Ach, was wurde das hier angepasst? Ach, das ist ja krass. Hier, hat hier jemand zufällig das Balancing-Stuff-Update eingebaut oder wie? Ah, das ist ja geil. Ja, cool. Feinschmiede, super. Novator hat sich da anscheinend was vorgenommen. Hat hier das Skript ein bisschen verändert, dass hier ein bisschen mehr Eisen aus unserem Eisen rauskommt. Okay, ja, ja, mega geil. Ausbau abgeschlossen. Kein Wunder, dass das plötzlich so in Strömen fließt, das Eisen. So, was hier los? Hier sind jetzt ein Haufen
Händler drin in dem Bauernhof da hinten. Das ist natürlich blöd. Aber was will man machen? Ich könnte jetzt noch mehr Holz holen und noch ein bisschen Schwefel wegtauschen. Aber warum? Ich warte jetzt einfach, bis der Handel da durch ist. Das scheint mir gerade am vernünftigsten zu sein. In der Zwischenzeit kann ich nicht viel machen. So, außer nochmal Segen. Oh, das war doof. Das war unsinnig. 300 Eisen haben wir, ne? Aber locker. Locker. Jetzt geht's daran, dass wir hier alles ein bisschen verbessern können. Jetzt gehen wir auf Lundenschloss. Holen uns Lundenschloss, damit wir dann die Buchsmacherei bauen können. Dann können wir uns ein paar Scharfschützen holen. Vorher werde ich natürlich auch noch eine Taverne reinsetzen, damit wir uns ein paar Kundenschieß holen. Und wir können später auch Diebe ausheben, ne? Ach stimmt, es gibt ja noch so eine Mission jetzt. Ah, da war ja am Anfang bei der Auswahl mit, ihr könnt einen Dieb haben maximal, ja, was wir jetzt haben. Das heißt, keine Ahnung, was das bedeutet für uns. Ich glaube, es könnte ein bisschen bitter werden, könnte gefährlich werden. Machen die hier auch 6? Nee, die machen plus 4. Okay. Fertig. Immer nur plus 4. Wettervorhersage. Vielleicht können wir den Winter herbeirufen und im Winter können wir durch das Vulkangebiet. Eine neue Technologie erforschen. Das will ich jetzt mal probieren. Das würde ich jetzt mal probieren. So ganz gewitzt. Einfach weil ich es kann. Werde ich das mal ausprobieren. Okay, ihr seid hier weiter am Lehmhacken noch. Geht ihr mal zum Eisenhacken mit rüber, dass wir hier noch mehr Eisen herkriegen. Wir haben ja keine Eisenmine, ne? Wir leben also wirklich von dem, was wir uns ertauschen. Okay, das können wir ja im Prinzip jetzt unendlich. Oder halt von diesen Eisenkrümeln wieder rum. Über das Wissen über eine neue Technologie. Es ist natürlich trotzdem doof von mir gemacht, sage ich mal. Ne? Ich hätte das Ganze auch einfach ein bisschen... Ich hätte das wirklich schön alles mit veredeln machen können. Ich hätte nicht handeln müssen. Warum? Hier muss niemand handeln. Aber wenn es halt geht, dann macht man das, ne? Die gewetzten Waffen und hier die Metallplattenpanzer. Ich bin mal gespannt. Ich werde die natürlich noch verbessern. Aber wozu brauche ich Banditen? Ich meine, die sind halt günstig. Die kosten halt nichts, ne? Die sind halt echt preiswert. 50 Holz, 60 Eisen. Die sind auch recht günstig. Ich meine, wenn man sich hier die anderen Schwertkämpfer anguckt. Ja, preiswert, okay. Ich hab nichts gesagt. Gott, ey, was ist das? Ich bin so ein bisschen durch, was die Preise angeht. Ich dachte, das wäre teurer, aber nee, ist es gar nicht. Sind ja immer nur Taler, die richtig krass sind. So, der Stein, nee, der sieht nicht sprengbar aus. Aber hier ist auf jeden Fall was. Hier geht's zum Vulkan hoch. Geil, der Vulkan. Will ich unbedingt mir genauer angucken. So, was mit euch los? Natürlich. Nichts mehr da? Ah, ärgerlich. Eure Siedler werden Motivation wieder auf 300 hochpumpen, ganz wichtig. Der Handel ist fast durch, das ist auch sehr schön. Und, ja, Eisen, ne? Eisen läuft. Die Händler müssen jetzt erstmal hier sich was Neues zu essen holen, bevor die hier weitermachen. Ist ja frech. Und wir können jetzt ja eigentlich schon mal hier eine Taverne bauen. Wo baue ich die hin? Ach, hier vorne könnten wir die hinbauen. Dann baust du hier mal eine Taverne hin. Ja, passt doch da. Ey, die passt doch wunderbar rein. Das ist genau der Platz. Das hat Novator sich auch so gedacht. Der hat sich so gedacht, okay, wir lassen hier genau den Spot, dass man hier die Barbarenarena und da eine Taverne hinbauen kann, damit die Barbaren, bevor sie ausgebildet werden oder nachdem sie ausgebildet wurden, dann erstmal noch schöne Taverne eintrinken können. Ja, genau so machen wir das. So hat Novator da gesessen, als er das die Map designt hat. Da bin ich mir ganz sicher. Das weiß ich. So, Taler passen. Weiches Leder. Kettenlederrüstung, da brauchen wir eigentlich echt alles noch nicht hier. Ich will lieber, dass die hier mit dem Handel durch sind, damit ich mir dann Eisen ertauschen kann. Ich brauche halt die, wie heißt denn das Ding? Den Buchsenmacher gleich. Den werden wir hier irgendwo hinsetzen müssen. Der übrigens richtig schlecht ist im Veredeln. Aber den werden wir hier uns irgendwo hinsetzen müssen. Vielleicht Rüstung verbessern oder erstmal Schaden verbessern, ist die Frage. Naja, wenn brauchen wir Nahkämpfer als Tanks, die ein bisschen was abfangen.
Das heißt, Ben würden wir hier sowas erforschen. Und die sind fertig. Gezogenen Lauf. War kostet 500 Eisen. Ja, naja, gut. Ah, Handel ist durch. Okay, okay. So. Es sind zwar trotzdem keine wahnsinnig guten Preise. 200, 160 würden wir da ausgeben. Und da 200. Ah. Vielleicht wurde der Handel gebalanced. Kann das sein? Vielleicht mit der Arbeit. Ich glaube, das ist der gebalanced Handel. Der Handel aus BS. Würde ich schätzen. Es gibt nicht genug. Deswegen sind die Preise so niedrig. Trotzdem kriegen wir für Holz am. Also im Schwefel kriegen wir am besten. Na gut, dann hole ich mir nochmal Schwefel, bevor ich Holz hole. Einfach weil wir Schwefel eine ganze Menge benötigen werden, wenn wir Scharfschützen ausbilden. So, machen wir 11.000 Holz, dann machen wir 12.000 Holz. So, 12.000 Holz für 19.500 Schwefel. Und das Ganze noch ein zweites Mal. Ja, das passt. Ich glaube, dass da ist das Maximum hin, der Grenzfaktor, der wurde, glaube ich, eingebaut. Würde passen, wenn das so gerade Werte sind. Das heißt, wir kriegen dann 250 Eisen für 200 Schwefel. Es ist immer noch ein positiver Handel, aber wir kriegen nicht so wahnsinnig viel raus, wie wir rauskriegen könnten, wenn es im originalen Spiel wäre. Okay, ist aber okay, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung für mich, habe ich kein Problem mit. So, apropos Steuern, 300% bitte. Und dann eine Buchsenmacherei. Müssen wir mal gucken, wie wir die, wo wir die hinsetzen. Da würde sie gehen, hier würde sie garantiert unter keinen Umständen passen, dann machen wir sie. Bauen wir sie halt hier hinten hin direkt. So, dann können wir nämlich direkt ein paar Scharfschützen rekrutieren. Euer Dorf steht unter Beschuss. Und erstmal ein Kundschafter. Also, der muss dann nämlich da drüben hingehen und sich umgucken. Wir brauchen Eisen und Schwefel. Wir haben gerade so genügend Eisen, das würde gehen. Und Schwefel haben wir auch genug veredelt, ne? Das passt immer noch. Ja, locker. Locker. Das passt schon alles. Jo. Ja, mit dem Eisen ist es schon knapp gewesen, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, oh ja, wir haben genug Eisen über, aber es reicht für die Forschung. Also es reicht, um etwa in der Geschwindigkeit der Uni mitzuhalten. Eure Siedler werden gesegnet. Und von daher ist das okay, wenn wir eine Feinschmiede haben. Wir haben ja nicht Unmengen an Eisen, zumindest derzeit noch nicht. Deswegen würde sich eine zweite Schmiede sowieso nicht lohnen. Der Eisenhaufen ist nämlich bald weg. Ja, und dann haben wir kein Eisen mehr. Ich habe von Eisenfresser, natürlich kennt er sich mit Eisen aus, habe ich ja kürzlich die tollen Neuigkeiten erfahren, dass es reicht, wenn man ein Eisen abbaut, dann rennen alle Leute tatsächlich zum Lager und holen sich 5 Eisen, theoretisch. Also können sie ja nur 1 holen, aber die Animation wird trotzdem durchgeführt und trotzdem tauchen hier dann auch die Pluszahlen auf. Das heißt, man könnte mal ein Eisen abbauen, dann rennen alle los, arbeiten und dann arbeiten die und veredeln ordentlich und dann baut man wieder ein Eisen ab und wenn der Arbeitslehrer, also das ist natürlich richtig wild, das ist natürlich Micromanagement bis zum geht nicht mehr. Da muss der ja ständig hinterher sein, aber es ist natürlich ressourcenschonend auch bis zum geht nicht mehr. Weil du ja im Prinzip immer nur ein Eisen verlierst, oder geht natürlich auch mit Schwefel und dem und allem anderen, und dann jede Menge draus gewinnst. Das ist natürlich schon krass. Das heißt, an sich ist es vielleicht gar nicht so smart, dass ich hier meinen Eisenstapel komplett weghacke. Aber da wir hier handeln können, brauche ich solche Geschichten nicht machen. Und, also brauche ich diese Kinkerlitze nicht, ne? Und das ist auch ein bisschen ausbeutend des Systems. Ein bisschen mehr, als ich ohnehin schon tue. So, Bleikugeln erforschen wir mal direkt. Ja, ansonsten, wenn Eisenfresser schon so eine coole Info hat, dann will ich die natürlich auch mit euch teilen, ist doch klar. Es gibt nicht genug zu essen. Oh oh. Wir haben 150 Plätze. Und die sind jetzt bald aufgebraucht. So, und du kannst auch mal wieder zum Reparieren gehen, bitteschön. Wäre mir auch sehr recht. Und ja genau, Meteorologie wollten wir erforschen. Stimmt, da war ja was. Den Wetterturm und das Wetterkraftwerk wollte ich bauen. Nicht verfügbar! Och nö. Schade. Eine Kanonengießerei wäre natürlich auch was, ne? Feinde greifen eure Häuser an. Kanonen bauen. Ja,
Ja, theoretisch gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, wenn ich hier eine Kanonengießerei baue, locke ich die Leute an? Kommen die dann hier rausgelaufen, wenn ich da was hinsetze? Das könnte gefährlich werden. Alternativ, könnte ich hier vielleicht Platz kriegen? Nee, das wird nix damit. Ja, ich glaube, es wäre schon, wenn hier oben sinnvoll. Aber da möchte ich vorher meinen Kundschafter halt natürlich einmal hier in Position bringen. Der soll sich mal angucken, wann da, wo die Leute kommen. Ach, wir können Scharfschützen ausbilden. Oh ja, perfekt. Genau das brauchen wir. Und dann können wir hier richtig dann einen Rambazamba machen. Vielleicht entlasse ich einfach mal unsere Langbogenschützen, ne? Ja, komm. Wir kämpfen gegen das Nebelvolk. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elf. Hätte ich schon längst tun sollen. Die Banditenbogenschützen, die behalte ich. Als Andenken. Als Andenken an unsere vergangenen Zeiten. Sieht durch mein Fernglas. Oh, dann schauen wir mal, was die hier zu bieten haben. Einen Siedlungsplatz auf jeden Fall. Okay. Und dann sind die hier am Rumrennen. Wo haben die hier ihre Basis? Es geht da auf jeden Fall noch weiter hoch. Schaut in die Ferne. Okay. Ja, da kann er nicht ganz hingucken. Ja. Gehen wir mal hier in die Ecke. Mal Euer sehen. Dorf steht unter Beschuss. Ja, unser Dorf steht unter Beschuss. Ja, ja. Mal sieht sehen, durch mein Fernglas. Was er noch so sieht. Wenn er hier hinguckt. Ja, nicht viel. Eureka! Wo haben die denn ihre Basis? Die müssen ja ihre Basis hier dann irgendwo haben, ne? Sieht durch mein Fernglas. Also die laufen hier mal ein Stückchen raus, ne? Sehe ich das richtig? Guckt mal. Jetzt ist es geschlossen wieder. Sieht hier. Wo sind die denn jetzt? Hä? Wo sind die denn jetzt hin? Sieht durch mein Fernglas. Ja, noch eben hier. Merkwürdig. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Also cool, dass hier ein Siedlungsplatz ist, ne? Aber, wo ist das Nebelvolk? Okay, also ich bräuchte Kanonen. Das wäre eine gute Sache. 135 von 150. Ich denke mal, wir werden hier in der Uni alles soweit durchforschen. Damit wir dann auch Stein und Schwefel... Ja, das machen wir mal schnell. Oh Gott, Eisen habe ich ja genug. Okay, wir werden hier alles durchforschen, damit ich dann die Uni abreißen kann. Dann sparen wir uns auch wieder ein paar Plätze. Und... Genau, Schießpulver müssen wir hier auf jeden Fall auch verbessert erforschen. Das ist auch wichtig. So, wir brauchen dann natürlich einen Haufen Kanonentürme, die wir hier unten reinknallen. Hehehe, ganz wichtig. Ja. Und das läuft auch. Der Feind attackiert eure Siedlung. Der Feind attackiert schon wieder unsere Siedlung. Ja, das ist aber alles ganz entspannt. Also cool, wenn wir hier das Dorfzentrum dann haben. Ich frage mich jetzt nur... Na, das es sind gibt sie. Zu wenig Betten in eurem Reich. Wo waren die denn? Sag mal, wo wart ihr denn, Leute? Kommt denn her? Zu essen. Sind die hier gespawnt? Und despawnt? Oder was? Müssen wir uns mal genauer angucken. Ich zeige euch den Weg. Sie sind auch schon wieder weg. Schaut in die Ferne. Laufen die hier oben einfach hoch dann? Wo sind die denn? Na, wo sind die denn? Ist ja sehr weird. Ich hole mir nochmal einen zweiten Kundschafter. Das will ich jetzt unbedingt wissen. Wo die sich hier überall, wo die sich hier verkrümeln. Kettenhemd? Ja, nee, ich warte noch. Das lassen wir nochmal. Wir wollen hier lieber die Forschung hier weiter durchtreiben. So, 38% hier, 41% hier. Okay. Der Handel geht voran. Wir könnten... Ach komm, ich beschleunige mal kurz hier. Guck mal hier. Ui, so schnell geht das auf dreifache Geschwindigkeit. Dann schleudert er hier seinen Speer. Zack, zack, zack. Forschung. Und wir sind bei 1000 Eisen. Seht nur. Dann müssen wir noch ein bisschen warten hier. Bis wir da genug haben. Also entweder Architektur direkt erforschen. Euer Dorf wird angegriffen. Ja, machen wir Architektur erstmal. Machen wir erstmal Architektur. Der schmeißt hier seine Stäbe durch die Gegend. Dann machen wir die Fließrüstung. Die kostet uns ja auch noch ein bisschen Eisen. Ne, kostet die Eisen? Nein, ich weiß nicht, ist egal. So, auf jeden Fall kostet, glaube ich, die nächste Rüstung Schwefel, wenn ich mich nicht irre. Aber die sind hier erstmal alle am Rumeiern und machen hier nichts.
gehen hier alle nur doof rum. Eine neue Technologie, alle Kostschwefel, genau. Haben die denn hier alle? Die haben gar nichts. Die haben weder Wohnhausplatz noch Bauernhofplatz. Das ist natürlich schändlich. Das ist natürlich unschön. So, zumindest ein Wohnhaus sollten wir denen hier irgendwie zur Verfügung stellen. Guck mal, es ist schon witzig mit vorgesprühter Geschwindigkeit, ne? So, habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt haben wir das alle gesehen. Natürlich. Und das reicht dann auch. Mehr brauchen wir nicht. Ich will sehen, was die Typen hier machen. Wenn die ankommen. Ah, wir sollten vielleicht hier noch ein paar Leibis rüberschicken, die noch da am Schwefelhaufen mithelfen. Denn dann könnten wir... Guck mal, die laufen da gerade wieder hoch. Dann könnten wir nämlich... die Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch Grube. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Da könnten wir die Grube noch ein bisschen weiter, die Grube, ja, hier den, na, wie heißt denn das? Die Kanonengießerei noch ein bisschen weiter hier an der Schwefelgrube bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. So, unsere Leibis rennen hier erstmal quer durch. Und sollen sie machen. Noch kommt hier ja kein Feind. Das ist geschickt von euch. Das macht ihr sehr gut. Schaut in die Ferne. Jetzt mal ein bisschen mehr wieder so hier rüber, bitte. Dankeschön. So, da kommen sie nämlich wieder. Aber genau rechtzeitig sind unsere Leibeigenen da durchgerannt. Und die rennen hier zum Siedlungsplatz, ne? Wenn ich das richtig sehe, rennen die hier in den Siedlungsplatz rein und spawnen da? Nee, die stehen einfach nur davor rum. Okay. Jetzt rennen sie hier runter. Wir wollen natürlich hier das Tor öffnen. Das sehen wir ja gleich. Pass auf. Bong, Tor ist auf. Kommen die Typen raus. Ach so, ja genau, stimmt. Ja, verstehe. Und sie sehen halt nichts, was sie angreifen können und deswegen rennen sie dann wieder zurück. Ist ja echt, ist ja witzig. Ist schon ulkig. Tja, Leute, das hättet ihr, das habt ihr nicht gedacht, wa? Geschafft. Coole Kiste. So, dann die schicken wir auch noch mit hier dazu. Natürlich. Die sollen auch noch mithelfen. Und hier sind Leute fertig. Oh, die haben ja auch gar nichts mehr hier. Hier gibt's ja nix mehr, ne? Habt ihr wohl recht. Gibt's ja wohl gar nichts mehr. Dann hacken wir noch ein bisschen Leben. Euer Dorf wird angegriffen. Unser Dorf wird angegriffen nach wie vor. Das könnten wir auch noch ein bisschen reparieren. So, wie sieht's aus mit Eisen? Oh. Irgendwie sind die ein bisschen eingeschlafen hier. Ach Gott, ja, die Motivation ist ja voll im Bach runtergegangen. Die Bewohner der Stadt. Gar nicht aufgepasst hier. Einmal Geschwindigkeit erhöht und schon geht alles den Bach runter. Ja, jein, ja, nein, doch, vielleicht. Was tun? Reicht das jetzt schon? 1140, ja, das reicht jetzt schon. Also, wir haben nicht so viel Eisen, was wir noch veredeln können. Also, der nächste Handel wird gut tun. Da bin ich mir ganz sicher. Als nächstes, sobald er halt durch ist, holen wir uns halt ordentlich Eisen. Ich weiß nicht, wie viel Schwefel ich abgeben will. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Das einzige Problem, was ich gerade auch noch sehe, ist, dass hier die Buchsenmanufaktur natürlich echt weit rennen muss. Der hier mit den Wohnhäusern ist echt ein Problem, ne? Das ist echt ein Problem. Vielleicht sollten wir echt irgendwann auch die Ziegelhütte hier abreißen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Leibeigenen entlassen. So viele werden wir dann auch nicht mehr brauchen, wenn wir hier alles entsorgt haben. Wenn die Schwefeldinger weg sind... Schwefelhaufen und die Bäume vielleicht noch. Ja, da kriegen wir, glaube ich, schon ganz gut Platz. Da kriegen wir schon was hin. Dann können wir ausbilden und dann passt das schon. Euer Dorf. Hey, wir haben ja auch bald alles erforscht. Finde ich schon ziemlich cool. Eure Priester nochmal segnen. Segnen die Bewohner. Jetzt sind wir auch endlich wieder bei 300%. Ausbau abgeschlossen. Ja, mal gucken, wie wir hier weitermachen. Mal schauen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sollten in der nächsten Folge uns dann vielleicht mal so langsam auf die Spur machen, hier um hinzuretten. Hier, Wiederaufbau haben wir ja, erledigt sie alle, genau hier, wir müssen die Minen wieder freilegen. Dann die Dorfpalisaden, ach genau, die Dorfpalisaden, da brauchen wir ja auch noch Ressourcen für, stimmt. Und den alten Kauz müssen wir noch finden, ja, keine Ahnung, wo sich der aufhält. Also die Minen, null Problem. Ach, die Dorfpalisaden, stimmt. Wie war das? 8000 Holz, ja gut, 6000 Lehm und 6000 Stein. Für den Abriss der Ruinen und die Vorbereitung zum Palisadenbau.
Das sind dann nur die Vorbereitungen. Okay, hätten wir theoretisch alles da. Ist jetzt nicht das große Problem. Aber wir können damit auch noch warten. Also ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Das kommt hier dann wahrscheinlich alles hin, ne? Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich das dann zahle, dann kling kling. Pech gehabt. Na gut, wir haben jetzt auch Pech, denn die Folge ist vorbei. Was heißt Pech? Mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wieder sehr gefallen hat. Und ich hoffe, ihr lasst auch gerne einen Kommentar da. Sagt allen zu Hause Bescheid, dass sie auch einschalten sollen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.